Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter. Wir haben heute zwei Lunchboxen zu öffnen. Warum zwei, fragt ihr euch? Zero, das kann auch gar nicht sein, da steht eins. Kannst du nicht lesen? Nein, es sind zwei, weil ich habe mir gestern im Shop eine Lunchbox gekauft. Und diese möchte ich heute öffnen. Und da ich der Erste war, der sie gekauft hat, also bevor wir eine geschenkt bekommen haben, mache ich die erste auf. Für mich. Da ist jetzt mein Zeug drin. Und ich hoffe, diese 5000 Kronkorken waren es wert. Ein Strahlenschutzanzug, okay. Nehme ich. 100 Kronkorken. Gut. Preis wurde reduziert auf 4900 Kronkorken. Ein Spielzeugauto. Ein Stim, okay. Ich freue mich über den Stim. Ich bekomme sonst nämlich keine Stims, weil alle mir die wegkaufen. Also alle beschweren sich immer, ja, es gibt so wenig Stims im Shop. Und dann läuft hier der Zero rum, ohne einen einzigen Stim, weil ihr alles wegkauft. Komm, bitte. Mein Herz. Wenn jetzt in der Vault-Kiste der absolute geilste Scheiß ist, dann drehe ich durch. Okay, 100 Kronkorken, ein Stimpack, ein Teddybär, eine verbesserte. Ach komm. Warum? Sorry. Aber ich verstehe das einfach nicht. Warum bekommen wir ständig Leute? Ich will keine Leute. Ich will Stuff haben. Legendären Stuff. Zum Tragen. Nicht zu. Warum? Warum? Ach übrigens, ich habe die Vault umgebaut. Oh. Uncool. Stehen alle noch richtig? Das ist hier die Frage. Ich glaube schon. Ich glaube schon. Also. Solange wir angegriffen werden, Friseur, ne? Ödlang-Gedöns, Raum zum Chillen. Wer ist hier drin? Fallout Boy versteckt sich hier und Lord Huntington versteckt sich hier. Cool. Dann, bevor ich jetzt irgendwie Leute rumschicke, gehen wir erstmal alles durch. Also, Ressourcenproduktion hier. Ich weiß, es ist noch recht klein, es wird irgendwann größer. Hier Orte zum Chillen für die Ödländer. Das heißt, Leute wie Todeskrallen und so gehen hier lang, bla bla, kämpfen hier gegen die starken Viechers, laufen hier weiter, landen dann hier drin, denken sich, oh, hier ist ja gar nichts und laufen zurück und kämpfen nochmal gegen die starken Viecher. Laufen dann hier, machen sich eine schicke Frisur, laufen dann runter, kämpfen erstmal gegen die Vault-Bewohner, laufen dann weiter runter und kommen ja zu den Intelligenzbestien und von da aus geht es auch zu den Räumen hier. Also es ist schon, es ist weitaus besser, es sieht auch besser aus. Es ist nur ein langer Weg, den man hier gehen muss. Man muss hier, wenn man trainieren will, hier lang und dann da. Ja, ich hatte ein paar Fahrstühle übrig, die habe ich jetzt einfach hier geklatscht. Ich habe nichts dazu gebaut, ich habe nichts entfernt. Deswegen sind die Fahrstühle hier, weil ich einfach keinen anderen Platz dafür gesehen habe, als da. Wer läuft denn hier rum? Pasco. Okay. Dann gehen wir hier hin. Wir müssten da hier noch eine Krankenstation haben. Die werden wir voll aufrüsten. Oh, mir fehlt noch ein bisschen Kronkorken. Und da werden dann unsere Intelligenzbestien Platz nehmen, währenddessen hier die Ödländer Platz nehmen. Wer läuft denn hier rum? Die Elf. Oh, du bist eine Intelligenzbestie. Nice. So, dich wollte ich ja gar nicht haben. Du solltest da runtergehen. Wer läuft doch hier rum? Noch eine halbe Intelligenzbestie. Dann trainier du mal Intelligenz. So, dann können wir jetzt weitermachen. Ich möchte vorerst, bevor ich es wieder vergesse, weil jetzt habe ich die letzten Tage immer wieder vergessen, ein paar Namen raussuchen. Und zwar möchte die 06 als männlicher Türsteher, Name Aiden Zhao. Geil. Oh nein, Aiden. Meine Tastatur ist unter meinem Mikrofon.
Ich kann den Namen nicht aussprechen. Jiao Gai. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Jo. Ich habe keine Ahnung. Wie spricht man diese Scheiße aus? Ich habe mein Leben lang schon Kackbratze dazu gesagt. Also Aiden, wenn ich dich in Zukunft Aiden Kackbratze nenne, dann musst du das leider akzeptieren. So. Was habe ich denn hier geschrieben? Weil, jetzt hör auf, groß zu schreiben. Das kommt, wenn man seine Tastatur nicht sehen kann. So. Oder ich gerne Türsteher werden. Ich werde dich noch männlich machen. Aber stell dich erstmal dahin. Gut, dann haben wir schon mal zwei Leute, die die Tür bewachen. Wir hatten eigentlich noch mal jemanden, der sich mal auf den Türsteherposten beworben hat. Aber ich hab's vergessen. Und jetzt vegetiert er irgendwo hier in der Vault als, keine Ahnung, Bimbo. Irgendwie so ähnlich. So, stell du dich mal dahin. So, dann haben wir hier Kara. Dass hier Leute noch so frei rumlaufen können. Joshua? Ich glaube, das sind die, deren Plätze verschwunden sind. Okay, Mr. Handy, sind noch beide da. Wir brauchen noch einen dritten Mr. Handy, damit es alles klar geht. Ja, ich bin gespannt, wie sich unsere Vault noch entwickelt. Also bisher, jetzt gefällt mir der Aufbau auch schon ein bisschen mehr. Wann ist das passiert? Okay. Wir haben ein paar Schwangere. So. Ja, cool. Eine robuste Räderrüstung und eine Schaufel. Dann sammeln wir dich mal ein. Du möchtest direkt die Räderrüstung benutzen. Wo ist sie denn? Robuste Räderrüstung, da. Gut, dann stelle ich mal da rein. Das Level-Up sah ein bisschen seltsam aus. Okay, so. Wer läuft hier noch frei? Gehst mal arbeiten. Du gehst auch mal arbeiten. So, was ist mit euch? Ihr seid. Okay, ein paar Leute wurden doch verrückt. Also nicht bekloppt, sondern woanders hingerückt. Und dadurch wurden jetzt die Leute schwanger. Ist ein bisschen suboptimal. Aber gut. Was machen wir denn mit euch? Steven Pratt. Du sollst ja ins Lager, wahrscheinlich hier in dieses Lager. Währenddessen Bugsy mit da hochgeht. Hier haben wir noch reiner Zufall. Habe ich die nicht eigentlich. Die habe ich auch alle rausgeschickt, oder nicht? Ja, habe ich. Ich habe einen Großteil rausgeschickt, auf jeden Fall. So, Hosenkobold. Komm mal zurück. Leute, ich mache Minus mit euch. Und mit Deadline. Wieso mache ich mit Deadline Minus? Yassin? So, oh, guck mal hier. Yashima, bist du das? ja, geil. Mach mit den Leuten Minus. Oh, das ist nicht gut. Oh, ihr solltet doch eigentlich rausgehen, um Geld zu sammeln. Ah, hier, Mrs. Handy. Mrs. Handy hat richtig Plus gemacht. Ich bin stolz auf dich, Mrs. Handy. Ich laufe noch? Ich hatte zwei Stims dabei, Leute. Ich hatte zwei Stims dabei. Ich laufe immer noch. Wie cool ist das denn? Ödlandwaffen und Outfits. Wieso kriege ich dann so viel Schrott? Ah, geilste Scheiße ist das jetzt nicht. Ach ja. Na gut. Dann laufen wir noch weiter einen Tag. Also wenn ich jetzt noch einen Tag laufe, dann könnte ich sogar die nächste Lunchbox bekommen. Wann war die nächste Lunchbox? Ich glaube, wir waren jetzt bei 1,5 Tagen. Jetzt müssten wir bei 2 Tagen sein. Das heißt, wenn ich ein Stimpack für einen Tag benutzt habe, dann könnte das doch klappen, oder? Cool, jo. Ich da ist, kann noch weiterlaufe. Na gut. Wen haben wir hier? Einfach Fabi, du trainierst. Ah, okay, das ist okay. Wir haben hier nämlich extrem wenig Leute drin. Da sollte ich auf jeden Fall gleich noch ein paar mehr reinschicken. So, dann haben wir hier Tywin Lannister. Ja, Shiva, hör auf mich zu schlagen mit dem Schwanz. Das gehört sich nicht. Tue ich auch nicht bei dir, oder? So. Das, nein. Wo wollte ich jetzt hin?
Sporthalle, da wollte ich hin. Also, Tywin, du bist jetzt bei E4 angelangt, das heißt, wir ziehen dir nochmal 500 ab. So, das war unser Igor. Dann haben wir unsere Julian Junior. Der ist jetzt bei 7, das heißt, wir ziehen dir 800 ab. So, dann kommen wir direkt zu Cynthia Walker. Dir ziehen wir auch 800 ab. Hey, cool, das ist ja leicht zu machen. So. Wer guffelt hier noch rum? Bruder, ne? So, 3, 4, 5. Das heißt, wir ziehen dir als nächstes 400 ab. Vier, ne? 400. So, wer will chillt hier noch rum? Job Brooks. Und sie trainiert P. Warum? Wir waren jetzt nochmal Shop Brooks bei Pasco, ne? Pasco, wolltest du P trainieren? Ach so, alles gut. Alles gut. Ich dachte, es ist nicht wahr. Alles klar, okay, gut. Ist er eigentlich fit genug? Weiter musst du nicht trainieren. Wir sind bei 5 angelangt. Das hast du letzten Donnerstag geschrieben und ich bin jetzt erst dazu gekommen. Hui. Ja, gut. Ja, ihr seid natürlich eine Menge Leute, ne? Also, was soll ich sagen? Okay, Jungs, Mädels. Ich habe derzeit keine Waffe, die ich hier geben kann. Okay, sie einfach wieder weg, die Shiva. Okay, keine Opfer bei den Ghulen. Dann haben wir es geschafft. Was? Ihr seid doch weitergelaufen. Was ist denn jetzt passiert? Wieso sind die zurückgelaufen? Die sind einfach zurückgelaufen in den Raum, währenddessen die eigentlich schon hierhin wollten. Ja gut, ich sag, wenn das so verbuggt ist, dass die zuerst hier hinlaufen, zum Fahrstuhl und zurück, sterben und dann nochmal dahin laufen, sage ich nichts dagegen. Wir müssen eigentlich das hier auch noch verbessern, ne? Ich habe nicht mal genug Kronkorken für den Scheiß. Dennis Brooks. Ja, dann stell ich auch mal ins Lager. Da stehen hier schon ein paar. So. Er steht noch hier. Frank Dover. Die 12. Warum? Warum trägt die 12 ein Gaussgewehr? Ist das mein altes? Ich glaube, das ist mein altes. So, du solltest anscheinend Stärke trainieren. Dann tu das doch mal. So, dann. Wir haben ja noch ein paar Leute frei hier, ne? Alles klar, dann trainier mal A mit dem Kollegen. Glück. Stimmt, ich wollte ja die Namen weitermachen, ne? Also gut, dann kommen wir zu den nächsten. Und zwar wollte jemand die Nummer 3 haben mit Golden Boy. Hey, Fallout Boy, du sollst da nicht hin. Nur so wenig wie Lord Huntington. Hallo, Lordi? So, jetzt müssten hier drei Leute stehen, ne? Wir werden das auf 5 erweitern. Und da hatten wir doch einen Kandidaten, der recht gut bei der Sache war, ne? Ja, hier die 16. Was zum Teufel? Die 16 packen wir da noch rein. Wer läuft hier noch rum? Die 01. Ist da noch Platz für dich zum Intelligenz trainieren? Ja. Dann geh mal direkt dahin. Wie, was für lange. Er muss hier einmal komplett rumlaufen. Junge. Ich werde eventuell diese Fahrstühle noch entfernen. Ich weiß es noch nicht. Das Problem ist, dass hier halt noch ein ganzer Raum
Platz hat. Und es tut mir in der Seele weh, nicht den Platz auszuschöpfen, aber es geht nicht anders. Naja, haben wir eigentlich jetzt gerade noch jemanden draußen? Ja, neulich in Vault 333. Der Julian hat sich ein kleines Haustier gesichert. Und das machen wir jetzt fix. So, erkunde Vault 300. Wow. Kein Wunder, dass er nichts mit genommen hat. Wow, wow, wow. Einen Moment. Ich bin Aufseher Patel. Ich habe die größte Vault aller Zeiten. Hier kann nicht jeder einfach rausspazieren, so wie er möchte. Sonst verlieren wir ihn in unserer großen Vault. Wir hatten zuletzt viel Ärger mit den Rädern und Vertrauen muss man sich verdienen. Haben sie euch die Räume geklaut? Na gut, was müssen wir denn tun? Gerne doch. Wie können wir helfen? Verdammt, wir haben Fragen und du wirst sie uns beantworten. Das würde Julian sagen. Pass auf, du tötest Frank the Tank. Er ist im Gebäude die Straße runter. Und dann reden wir. Und dafür bekommst du jetzt ein Haustier. Eine Waffe. Und einen Superkleber. Und du Coca-Cola. Ey, da liegt ja eine tote Ratte, wie reizend, ja. Ich glaube, du hast dich im Spiegel gesehen. Alles klar, Haustier-Transportbox. Ja, wieso nicht? Zwei Nuka-Cola Quantum. Man kann sich auch mal beschenken lassen vom Spiel, ne? Alles klar, 14 Minuten. Junge. Okay, ich meinte es. Vor zumindest ein schneller Auftrag. Wir haben noch Questanmeldung, den Pyro, der würde gerne die Folgequest von der Quest machen, die er gestern gemacht hat. Und ich liebäugel schon wieder damit. Bring die Lunchbox zurück. Das ist die tägliche. Die wird nicht so einfach sein, deswegen gehe ich da vielleicht doch nicht hin. Und übrigens bin ich auch unterwegs. Also, so, da die Quest so gut funktioniert hat, benutze ich die gefundene Raider-Rüstung gerne, um auf die Nachfolgequest zu gehen in geheimer Mission. Da, diese hier, ne? Na, tatsächlich. Ha! Mann, hast du Glück. Okay. Aber ich denke, du bist noch nicht fit genug, oder? Auch nur eine Person. Also, Pyro ist hier wirklich in geheimer Mission unterwegs. Pyro. Okay, und er will wahrscheinlich wieder seine 8 und 7 mitnehmen. Das ist ja immer noch keine Mission. Aber du bist noch nicht fit genug, also wir müssen warten. Wir müssen warten, bis du fit bist. Das heißt, morgen. Morgen ist es soweit. Die Frage ist, wie sieht's mit euch aus? Seid ihr fit genug für uns etwas zu organisieren? 36! 33! Ja gut, du bist 1, das ist klar. Pass auf, trainiere eh. Das ist der einzige 40er, den ich habe. Das ist doch nicht dein Ernst, Mann. Okay, welche Quest haben wir möglicherweise für euch? Könnt ihr Spielshow Feuerprobe machen mit euch? Da ist der nicht ganz aufgeheilt. Ernsthaft? Die Waffe von... Scheiße. Scheiße. Okay, dann kommst du nicht mit. Evil. Okay, pass auf, Evil. Du... Warum darf Evil mit? Darf er nicht. Wahrscheinlich hat er... Oh, scheiße. Seine Waffe ist wahrscheinlich auch kacke. Sprühlingsrituale. Komm, wir machen Sprühlingsrituale. Haben wir die drei nicht umbenannt?
Was ist hier da hin? Was passiert, Junge? Wo bist du? Es sind nur zwei. Wo ist die Kackbratze? Ach nee, so, was? Jetzt bin ich ja komplett behindert. Golden Guy, den wollte ich machen. Stimmt. Okay. Golden Guy. Perfekt. Okay. Hey, du bist echt gut drauf. Weil deine Waffe ist scheiße, das gefällt mir nicht. Aber vielleicht werden wir mit den Sprühlingsritualen ein bisschen was reißen können. Na gut, den Namen hätte ich vielleicht noch ein bisschen verändern können. Aber was soll's. Okay, beginnen wir die Quest. Ah, ich kann nicht mehr den Namen ändern. Ich dachte, ich kann das noch währenddessen erläuft. Ja gut, egal. Was soll's. Das passt schon. So, die sind unterwegs, machen die Sprühlingsrituale. Ich würde gerne in Zukunft den hier auf jeden Fall irgendwie verbessern. Wenn wir drei Quests auf einmal machen könnten, das wäre echt von Vorteil. Hey, guck mal, wir haben genug, um die Vault hier zu verbessern, damit wir ein bisschen mehr Zeit haben. Und vielleicht, dass die Leute auch hier länger drinnen bleiben, um zu kämpfen. Wir müssen unbedingt für die beiden gute Waffen organisieren, beziehungsweise Rüstung. Das geht aber nur, entweder indem ich Sachen aus dem Shop entferne. Was haben wir denn im Shop? Shop 1. Shop 2 und Shop 3. Haben wir irgendwelche tollen Waffen hier? Wir haben hier noch ein Adelsoutfit drin. Aber sonst haben wir nichts. Gelehrtenrobe, Schrotflinte 6 bis 10. Ich glaube, die hast du schon, Evil, ne? Ja. Die hat schon Evil, die muss ich noch rausnehmen. Oh, und Shop Brooks ist auch noch drin. Muss ich auch noch wegnehmen. Oh, wir haben vier Seiten im Shop. Die Gefechtsrüstung schwer. Die besitzt noch keiner, ne? Okay. 8000 Kronkorken. Das ist nicht gerade wenig. Und nach meinem Lunchbox-Kauf wahrscheinlich all mein Geld. Deswegen lasse ich es erstmal. Oh. Na gut, Leute. Ich würde sagen, wir werden uns morgen mit ein bisschen mehr befassen. Wie sieht es eigentlich mit unseren Quests aus? Ja, deswegen habe ich mich hier überhaupt rausgeschickt. Sammle 70 Waffen. Also alle Leute, die jetzt heimkommen, deren Waffen müssen wir einsammeln, um diese 1200 Kronkorken zu sichern. Und das mit Überlebe 5 Angriffe von wilden Ghoulen ohne Opfer kriegen wir auch noch hin. Aber sammle 6000 Kronkorken bei Quests? Im Prinzip nicht so schwer. Wir haben jetzt Leute auf die Sprühlingsrituale geschickt. Ich kann jetzt aber leider nicht mehr sehen, was die Belohnung war. Da würde ich. Ich wäre da am liebsten hingegangen, aber ich habe diese Stufe 40 nicht hinbekommen. Die Spielische Feuerprobe ging auch nicht. Ja, deswegen machen wir jetzt auch die anderen Quests. Da, so ein Käse. Also es wäre ganz cool, wenn jemand irgendwie eine Quest macht, wo wir eine Menge Kronkorken bekommen. Eigentlich wäre Spielshow-Feuerprobe ideal dafür gewesen, ne? Egal. Gut, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.